So, es geht weiter. Also ich habe in meiner Schatzkiste nochmal rumgewühlt und habe so einen alten Motor gefunden. Den habe ich zerlegt und die Spule habe ich direkt im Gehäuse gelassen, weil da steht sie ja ganz gut. So sieht das Ganze aus. Das Schwarze hier ist Kunststoff, also Plastik aus Porn. Dementsprechend angepasst an das Gehäuse und mit M6 Schrauben angezogen. Mittig sitzt ein Lager, ich glaube, da sieht man es besser. So sieht das aus. Emsat-Buchsen. Die Emsat-Buchsen sorgen dafür, dass das Gewinde nicht ausreißt, wenn man die Schrauben anzieht. Sollte man dann bei Kunststoff in jedem Fall machen. So sieht es aus. So, dann kommt das da drauf. Das hier ist die Welle. Und das hier ist der Magnethalter. Ist aus Aluminium gefertigt und durch die Mitte greifen Madenstifte. Die drücken dann auf die Welle, damit sich der Magnethalter nicht verschieben kann. Und die Magnete kommen in die jeweiligen Nuten rein und werden dann mit den Schrauben einfach gegengezogen. Dann können sie auch nicht mehr abhauen. Die werde ich aber später einbauen, die sind bestellt, aber noch nicht da. Deshalb mache ich das auch später. Vorne M10-Gewinde. Dann ist hier eine Sicherung und auf der anderen Seite ein Sprengring als Sicherung. So. Dann kommt die Welle da rein. So sieht das aus. Okay. So sieht das aus. Da kommen anschließend auch M6er Schrauben rein. Aber ich werde es erstmal nicht verbinden, da ich sowieso alles nochmal zerlegen muss, um die Magnete einzusetzen. Also machen wir das später. So. Der Schwalbenschwanz ist auch fertig. Der sieht so aus. Also das ist ein einfaches Aluprofil, Plexiglas mit M6 Schrauben angezogen. Vorne ist eine Aluplatte, die passt dann genau hier drauf. Das Ganze fest miteinander verbunden. Hier nochmal ein Kunststoffsockel aus dem gleichen Material wie da vorne. Und ein Doppellager eingepresst. Also einer sitzt oben, einer unten.
So sieht's aus. Okay. Und das kommt da drauf. Okay. So. Jetzt das Ganze noch mit dem Rotor verbinden. Wenn es dann auch passt. Okay. Ich glaube, eine Schraube reicht erstmal. Ist ja sowieso alles ab. So sieht das Ganze aus. Okay.